Von biblischer Zeit bis heute wurde das Schofar, was auf Hebräisch Trompete bedeutet, vor allem bei religiösen Ritualen verwendet, wie es im Alten Testament steht. Das Museum für biblische Naturgeschichte in Beit Shemesh zeigt eine interessante Ausstellung verschiedener Trompeten. In der Bibel gibt es viele Hinweise auf das Schofar. Auf dem Berg Sinai, als die Tora offenbart wurde, hörte man den Klang des Schofars, der immer lauter wurde. Und natürlich am jüdischen Neujahrsfest. Es wird für euch ein Tag mit Jubelschall sein. Was auch das Hauptgebot von Rosh Hashanah ist. Auch an Yom Kippur wird das Schofar gespielt. Das Schofar wurde auch bei religiösen Tempelritualen verwendet und alle 50 Jahre geblasen, um die Befreiung der Sklaven zu verkünden, die Weihe des neuen Königs und die Salbung mit Öl zu feiern und bei vielen anderen Gelegenheiten. Das Schofar wird aus einem leeren Widder oder Ziegenhorn hergestellt. Das Schofar besteht aus dem Horn eines Tieres, das in zwei Teile geteilt ist, wobei die äußere Hülle aus Keratin und das innere aus einem Knochenkern besteht. Wir legen es in kochendes Wasser und ziehen es dann heraus, wobei es hohl wird und am Ende ein kleines Loch hat. Nicht alle Tierhörner sind für die Herstellung des Schofars geeignet, obwohl einige die Anforderungen erfüllen. Es ist verboten, das Schofar aus dem Horn einer Kuh zu machen, weil das an die Sünde des goldenen Kalbes erinnert. Von der Verwendung des geraden Schofars wird in der Regel abgeraten, obwohl es nach jüdischen Regeln als zulässig gilt, während die Verwendung des gebogenen Schofars bevorzugt wird. An Rosh Hashanah ist es vorzuziehen, ein gebogenes Schofar zu verwenden, weil wir uns vor Gott, dem König der Welt, verbeugen. Mein Favorit ist das aus Widderhorn. Wir wollen uns am Neujahrstag an die Tugend des Opfers Abrahams erinnern, als Abraham einen Widder sah, der mit seinen Hörnern in einem Gestrüpp steckte. Der Name Schofar leitet sich von dem hebräischen Wort verbessern ab und daher ist das jüdische Neujahrsfest auch eine Aufforderung, sich selbst und sein Handeln zu verbessern.